Und natürlich möchte ich, bevor das Jahr rum ist, ein Silvester-Make-up mit euch schminken. Und weil wir so beschäftigt sind an diesen Festtagen mit Kochen, Putzen, Kinder versorgen, Geschenke suchen, oh, pures Weihnachtsstress, versuche ich das Make-up einfach und schnell zu halten und trotzdem noch etwas an Glamour reinzubringen. Und ich hoffe, es wird mir in diesem Video gelingen und ich hoffe, ihr bleibt dran. Es geht sofort los. Ja, hallo, mein Name ist Nastja und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Hier dreht sich alles um Beauty, Fashion, Lifestyle und es gibt auch Vlogs. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du auf diesen Kram stehst, dass du diesen Kanal abonnierst. Und wenn dir am Ende das Video gefällt, natürlich auch über einen Daumen nach oben. Deswegen sprengt alle Buttons, die es da gibt. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst und immer aktuell seid. Und ja, ich starte los mit meinem Silvester-Make-up. Ich habe so ungefähr die Vorstellung, wie mein Silvester-Make-up dieses Jahr aussehen soll. Es ist natürlich nur so eine Inspiration, ein von Geschmack. Es kann sein, dass ich mich an den Abend, an den eigentlichen Abend ganz anders schminken werde, was oft der Fall ist, aber das ist halt eine Möglichkeit. Und ich habe eine Freundin, die sich einen Look gewünscht hat mit so einem roten Lippenstift und ja, das werde ich versuchen und ich glaube, dass dieses Make-up tatsächlich einfach und schnell ist und ja, ich versuche es einfach mal. Ich werde mich in diesem Video nicht auf Drogerie oder High-End fokussieren, da ist von allem was dabei. Das sind auch so quasi meine Highlights dieses Jahr, die ich sehr oft dieses Jahr benutzt habe oder das sind auch Produkte, wo ich auch zurückgekehrt bin während des Jahres, wo ich andere Produkte getestet habe und habe dann irgendwann gesagt, nee, dieses Produkt finde ich doch am besten, also bin ich zurückgekehrt. Und es gibt auch noch ein paar Neulinge hier, die ich auch ein bisschen mit euch testen möchte und ja, wir legen los. Natürlich erstmal die Haare aus dem Weg räumen und ja, ich habe jetzt Urlaub, 2 Wochen, also ich komme jetzt am 8. Januar wieder und deswegen habe ich mir dieses Jahr die Nägel machen lassen in einem Rotton und die Ringfinger sind so ein bisschen noch mit Glitzer getoppt, so ganz kleines bisschen. Und ja, weil ich ja heute einen roten Lippenstift tragen möchte, habe ich noch so Nägel passend dazu gemacht. Ich habe mich noch nicht für einen bestimmten Rotton entschieden haben, wir werden es sehen. Wir waren noch letztes Wochenende in der Schweiz und da habe ich so mein Make-up-Bag hier gepackt. Richtig schöne Tasche habe ich mal in einen Vlog gezeigt. Die habe ich von einer Arbeitskollegin bekommen, die leider nicht mehr bei uns arbeitet. Ja, und da habe ich so die Produkte eingepackt, die ich sehr, sehr gerne mag. Und ja, da werde ich auch ein paar Sachen rauskramen. Ich fange an mit dem Primer, wo ich zurückgekehrt bin. Und zwar von Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Ja, das finde ich richtig cool. Und meine Haut ist gerade sehr bedürftig, ehrlich gesagt. Und sehr empfindlich und sehr... Ja, empfindlich nicht, aber außer Kontrolle würde ich sagen. Ich denke mal, das liegt wirklich an den Hormonen. Ich probiere gerade was aus, was sehr positiv war und ich glaube, deswegen spinnt meine Haut gerade wirklich an einem Stück. So viel dazu. Ich glaube, da wird kein Produkt helfen, solange die Hormone noch in Balance sind quasi. Ich nehme so ein bisschen und dieses Produkt, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, macht meine Haut noch ein bisschen besser, versorgt die Haut nochmal unter dem Make-up nochmal. Ich habe heute nur meine Anti-Pickel-Creme drauf, punktuell drauf gemacht, da wo es halt nötig ist und dann meine Tagescreme, also kein Serum drauf gemacht heute, weil ich einfach denke, jetzt momentan ist weniger, ist mehr. Und in dem Fall ist dieser Primer einfach eine extra Kick an Versorgung für die Haut, extra Kick an Feuchtigkeit und so weiter. Deswegen habe ich mich hierfür entschieden. Bei der Foundation entscheide ich mich auch hier für meinen Favoriten Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Ich mag diese Foundation sehr, sehr gerne. Die ist einfach so gut zu meiner Haut. Und wie gesagt, die hat vielleicht nicht die beste Deckkraft, aber die kann man schichten und die tut einfach meiner Haut auch sehr gut. Das Ganze trage ich auch wieder mit so einem Sponge auf. Und ich glaube, in diesem Video werde ich euch, wie ich meine Foundation auftrage, quasi in voller Länge zeigen, aber halt beschleunigt. Damit ihr auch seht, wie das in der Realität eigentlich aussieht, wie ich meine Foundation auftrage. Ich mache jetzt noch einen Pump. Könnt mir gerne schreiben, was ihr für Vorsätze oder macht ihr überhaupt Vorsätze für nächstes Jahr? Was habt ihr da für Vorsätze? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, das würde mich gerne interessieren. Ich habe schon ein paar Vorsätze in meinem Kopf, aber
Ich möchte das eher weniger verraten, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das habe ich schon mal gehört, dass wenn man Sachen im Kopf sich vorstellt und es ausspricht, denkt das Gehirn, dass das getan ist. Und dann ist man da nicht mehr mit Feuer und Flamme dabei. Hier habe ich übrigens auch wieder einen Ausbruch bekommen. Herpes, Gürtelrose, ich weiß nicht. Der eine Arzt sagt das, der andere Arzt sagt das. Auf jeden Fall ist das hier ausgebrochen, es heilt gerade ab. Und das nur so als kleiner Disclaimer. Ne? Naja, auf jeden Fall habe ich schon Vorsätze. Die schreibe ich mir dann auch irgendwie so auf so ein Vision Board oder sowas auf. Aber ich glaube, ich würde die nicht aussprechen. Meistens drucke ich Bilder aus und dann hänge ich sie mir über meinen PC und dann ja, gucke ich, dass ich da hinkomme zu diesem Ziel quasi. Also ich habe dieses Jahr gelernt oder ich bin gerade dabei und es funktioniert auch, zu lernen, wie man bei den Zielen dranbleibt und halt konsequent bleibt. Das funktioniert eigentlich ganz, ganz. Das hat jetzt in den letzten Halbjahr richtig gut funktioniert. Und ich hoffe, dass das besser noch wird. Ich will ein bisschen mit diesem Vorsatz noch ein bisschen härter dranbleiben. Ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen und so weiter. So, ich lasse jetzt die Foundation erstmal so. Und ihr wisst ja, ich arbeite sehr gerne in zwei Schichten. Also ich mache erstmal eine Schicht Foundation, dann mache ich meine Augen und dann gucke ich danach, ob ich da noch was brauchen werde. So kurz nach dem Duschen ist die Haut sowieso immer so ein bisschen ja, nicht gereizt. Das ist nicht das richtige Wort, aber es ist halt noch gerötet und so. Das klingt dann immer so ein bisschen ab. Ja, ich gehe jetzt zu meinen Augenbrauen. Ja, bei meinen Augenbrauen werde ich das hier verwenden von Alverde, das Augenbrauen-Dot. Das habe ich ja das erste Mal in dem Video Full Face Off Alverde benutzt. Und ich glaube, seitdem mag ich das sehr gerne und ich benutze das auch sehr gerne. Ich finde das eine coole Sache, es gefällt mir eigentlich. Und deswegen benutze ich das auch. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Favorit des Jahres. Und das ist die Nummer 2. Da kämme ich die Augenbrauen wieder durch und dann fange ich an, einfach die Augenbrauen aufzufüllen. Normalerweise, wenn ich mich für Silvester fertig mache, mache ich laut Musik an. Da spielt alles Mögliche, von Schlager bis Pop bis Rock und Weihnachtslieder und so. Und dann mache ich mich in Ruhe immer fertig für Silvester, auch wenn wir zu Hause bleiben. Mache ich mich immer fertig, weil ich brauche dieses Gefühl, dass ich irgendwo reinfeiere und nicht einfach nur so wieder so einen Gammeltag habe, sondern ich will das Jahr feierlich beenden und ich will das Jahr auch feierlich starten. Ich brauche das einfach quasi als Neustart. So, auch wenn wir zu Hause bleiben, mache ich mich immer fertig. Das Augenbrauengel von Alverde finde ich auch nicht schlecht, aber ich finde es gerade nicht. Ich weiß nicht, wo das liegt, weiß nicht. Deswegen nehme ich das Augenbrauengel, was ich das ganze Jahr über benutzt habe. Und zwar das von Maybelline Brow Drummer in der Farbe Medium Brown. Das habt ihr jetzt auch schon ein paar Mal bestimmt gesehen. Finde ich gar nicht so schlecht. Es geht auch langsam zu Ende. Es ist nicht mehr so feucht oder so. Also mag ich sehr gerne. Aber ich glaube, ich finde das von Alverde sogar ein bisschen besser. Ich glaube, das hält ein bisschen besser. Und dann gehe ich so ein bisschen drüber. Als Lidschatten verwende ich eine Palette aus Drogerie, die ich sehr, sehr gerne mag. Und zwar die von Catrice. Diese hier. Die habe ich euch in meinem DM-Haul gezeigt. Und ich habe sie auch schon ein paar Mal verwendet. Ich muss sagen, mir gefällt diese Palette einfach richtig, richtig gut. Gerade diese zwei Farben sind mega, mega schön. Und ich glaube, ich werde noch eine andere Palette verwenden. Und zwar die von NARS, diese hier, mit diesen Farben. Aber ich werde als Übergangsfarbe nur diese Farbe hier benutzen. Diese hier. Ich gehe einfach so ein bisschen rein mit so einem fluffigen Pinsel. Und dann fange ich an. Ich habe auch diesmal keine Base gemacht, so
und dann lege gleich los. Wie gesagt, wir wollen ja ein schnelles und einfaches Make-up haben für Silvester. Ich glaube, dass wir alle unsere Lieblingsübergangsfarbe zu Hause haben. Und ja, nutzt die halt, ne? Muss ja keine extra neue Palette kaufen. Ich glaube, letztendlich kommt das auf die Farben an. Und die meisten wiederholen sich halt. Nur in dieser kleinen Palette ist die Farbe jetzt orange und oder orange-pink, orange-rosa, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Und ich wollte etwas, ja, braunes, beiges haben quasi, ne? Deswegen habe ich gedacht, ich nehme jetzt diese hier. Ja, und jetzt nehme ich aus dieser Palette, ich bin jetzt immer überlegen, ob ich diese nehme oder diese goldene. Die sind beide schön. Ich glaube, ich fange einfach mit der hier an und dann mache ich mit der weiter. Aber ich will kein Rosa haben. Die ist auch mega schön, diese Farbe hier. Ne? Aber ich will kein Rosa haben, weil ich mein Kleid ist hier silber und eigentlich müsste ich was Silbernes nehmen. Ne? Ah, schwierig. Wisst ihr was? Ich habe mich umentschieden. Ich werde nicht diese Palette verwenden. Die ist auch schön. Das kann man auch machen, wenn man goldene, beige Sachen anhat. Aber mein Kleid ist in dem Fall, ja, silber. Und deswegen, und das funkelt auch so in verschiedenen Farben. Deswegen habe ich mich entschieden für diese Palette von I Love Revolution, die Mini Chocolate Shadow Palette White Vanilla Cream. Und zwar will ich die Farbe in der Mitte nehmen, diese hier. Die ist auch ganz günstig und könnt ihr auch bei Rossmann kaufen. Dann gehe ich einfach mit dem Finger. Und diese Farbe habe ich noch gar nicht richtig benutzt. Das ist jetzt die Gelegenheit zu gucken, wie das jetzt aussehen wird. Weil, ich weiß nicht, wie viel ihr erkennen könnt, aber die shiftet auch so diese verschiedenen Farben. Und ja, das will ich halt machen. Los geht's. Oh ja. Oh ja. Ein einfaches, schnelles Make-up mit einem gewissen Etwas. Könnt ihr das sehen? Mega schön. Einfach mega schön. Man kann auch die Übergangsfarbe auch von hier nehmen, diese hier Farbe. Also passt perfekt eigentlich. Dann braucht man keine extra Palette. Kann man alles aus dieser Palette dann rausholen. Schön, ne? Also die ist richtig schön, diese Farbe. Winterlich oder auch für Silvester geeignet, jetzt in dem Fall. Oh, richtig schöne Farbe. Richtig, richtig schöne Farbe. Jetzt mache ich noch das zweite Auge. Wahnsinn, das ist richtig, richtig schön. Dann nehme ich wieder den fluffigen Pinsel und verblende das Ganze ohne Farbe wieder. Jetzt nehme ich wieder so einen Pinsel, das wie ein Stift aussieht, so ganz dünn. Spitz, bisschen härter und gehe halt in diese Farbe hier und mache so nah wie möglich an meinen Wimpernkranz die Farbe dran, um den Wimpernkranz ein bisschen zu verdunkeln, zu verdichten, zu verdunkeln und ausblenden natürlich wieder. So ein bisschen nach oben wieder und das Ganze abzurunden. So ein bisschen wieder quasi auf dem Säckchen drauf. Tada! Also mir gefällt es richtig gut. Und jetzt das andere Auge noch. Und dann gehe ich mit dem Pinsel auch hier rein. Mach das so auf den unteren Wimpernkranz drauf. Ja, soweit so gut. Jetzt noch die Wimpern und da benutze ich wieder meine Jahresfavoriten. Die Wimperntusche von Yves Saint Laurent Lash Clash und die Wimpernzange von Ebelin. Augen-Make-up sieht schon mal mega gut aus, ne? Hat was. Meine Wimpern sind übrigens jetzt wieder gewachsen. Ich kann sie wieder ganz gut tuschen. Und das Wimpernserum, das ich jetzt benutze, ist, soweit ich das gelesen habe, ohne Hormone. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind die wieder normal, wieder okay und sind auch wieder stärker. Und zwar das von Dr. Massing. Das wurde mir vor Jahren mal empfohlen. Ich habe es schon mal benutzt. Dann habe ich aufgehört. Dann habe ich dieses Kokain-Lash genommen. Das ist auch mega, mega gut, aber es hatte Hormone drin. Und irgendwas
hat das meine Augenringe verstärkt und deswegen habe ich damit aufgehört. Und mit Dr. Mars, dem Quimpernserum, habe ich das jetzt nicht mehr so. Also jedenfalls fällt mir das jetzt nicht so auf, dass es verstärkt hat. Bin super zufrieden. Einer meiner Vorsätze für nächstes Jahr, das kann ich glaube ich sagen, ist zu üben, falschen Wimpern zu kleben. Ja, wer einen Eyeliner ziehen kann, den würde ich sogar das empfehlen bei diesem Look. Finde ich auch ein bisschen schöner, aber ich finde, mir steht das ja nicht, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Und deswegen ziehe ich mir auch keinen Eyeliner. So, ich glaube, die Mascara lasse ich jetzt auf der Heizung liegen. Solange ich den Rest mache, soll sie sich ein bisschen aufwärmen und zum Schluss werde ich nochmal eine Runde nochmal drauf machen, weil irgendwie gefällt mir der Aufschlag noch nicht. Ich glaube, da muss noch mehr Mascara ran. Deswegen erstmal auf die Heizung liegen. Man kann die Mascara auch mit einem Föhn aufwärmen, aber ich will hier nicht rauskriechen, weil es gerade hier alles vollgestellt ist. Ich habe so einen kleinen Raum zum Drehen hier und hier stehen einfach überall Lichter. Das ist immer so eine Kletterparty hier. Ja, machen wir weiter und ich glaube, ich werde mir noch eine Schicht Foundation drauf tun und ich werde auch den Hals runtergehen, weil ich ja nachher dieses Kleid anhabe mit so einem etwas mehr Ausschnitt. Und ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich will ein bisschen mehr Deckkraft haben und ich will auch hier alles ein bisschen aufräumen. Deswegen noch eine Runde. Ich fange erstmal mit einem Tropfen an und dann gucke ich, ob ich mehr brauchen werde oder doch weniger. Und ich muss unbedingt bis Silvester ganz viele Masken machen, damit meine Haut ein bisschen besser wird. Das ist auch so ein Vorsatz für nächstes Jahr, mich mehr um meine Haut zu kümmern, was ich dieses Jahr schon ein bisschen besser machen kann, besser mache, aber das ist noch nicht gut genug. Bin immer noch ein bisschen zu faul, gerade wenn es sehr, sehr spät wird. Dann mache ich einen kurzen Prozess, Hauptsache ich bin abgeschminkt, aber ich pflege da nicht oder so. Ja, ich muss gucken, dass ich nicht mehr so spät mich abschminke. Irgendwie muss ich für mich einen Weg finden, wo ich mich vernünftig pflege kann, ohne dass ich zu faul bin. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Hoffentlich. Ja, ich denke, die Deckkraft ist okay, weil wir machen ja noch Concealer drauf. Und bei dem Concealer, das kennt ihr auch schon bereits, mein Favorit des Jahres, der von L'Oreal Age Perfect, dieser Concealer. Ne, den mag ich sehr gerne in der Farbe 01 Ivory. Und ich fange an, dass ich diese Stellen, wo ich am nötigsten Deckkraft brauche, da fange ich erstmal an, damit sie ein bisschen antrocknen und dann halt unter den Augen, ein bisschen auf der Nasenspitze und hier so. Mir geht es eigentlich darum, dass ich diese Partie ein bisschen aufhellen kann, damit das Gesicht ein bisschen schneller wirkt. Und dann verblenden. Ich gucke dann auch immer wieder, wo ich doch ein bisschen mehr Concealer brauche oder wo ich was übersehen habe. Naja, bisschen, also wo ich drehe, ist das jetzt der 23. Morgen geht's zu meinen Eltern, 4 Stunden Fahrt. Und übermorgen geht's wieder zurück von meinem Mann, die Eltern. Ja, und dann haben wir ja ein paar Tage dazwischen. Und da will ich halt versuchen, ein bisschen mehr Masken zu machen und endlich mal Selbstbräune aufzutragen. Weil mit gebräunter Haut, finde ich persönlich, sieht alles viel besser aus. Es sei denn, man hat makellose, blasse Haut, dann sieht das auch mega, mega schön aus. So finde ich das persönlich. Ja, hoffe ich, dass ich dann Silvester mich noch ein bisschen mehr wohler fühle. Und ja, wie das dann am Ende aussieht, werdet ihr dann halt, wer mir auf Instagram folgt mir unbedingt dort. Da mache ich auch ganz viele Unboxings, wenn ich so Produkte bestelle, die nur so wenig sind und zu wenig für ein Video. Dann mache ich auf Instagram jetzt Unboxing. Und deswegen folgt mir auch super gerne dort. Ja, und wie ich dann am Silvester am Ende aussehe, seht ihr dann auch dort. Vielleicht entscheide ich mich auch für einen anderen Look, aber das ist jetzt so, was mir jetzt in den Kopf schwebt. Und das wollte ich mit euch teilen quasi, ne?
Pudern werde ich jetzt mit meinem alten Favoriten, und ich habe es letztes Mal wieder benutzt und gedacht, oh mein Gott, das ist so, so gut. Das ist ein Weichzeichner fürs Gesicht. Das macht die Foundation nochmal makelloser, wie es nur makellos geht halt, ne, für den Zustand. Und ich habe das jetzt halt wieder für mich entdeckt. Übrigens wurde ich damals von dem Normal Paul beraten, als ich dieses Puder gekauft habe. Auf jeden Fall hat er mir das empfohlen und seitdem benutze ich das super gerne, immer wieder mal. Nicht, weil das halt nicht mehr aktuell ist, also ich finde es nicht mehr, keine Ahnung, aber wenn ihr das seht, große Empfehlung, bestellt es, kauft euch. Ich habe das jetzt in der Farbe 12 Rose Pink, ne? Also love it, große, große Liebe auf jeden Fall. Das settet die Foundation und weichzeichnet die Foundation, also mega, mega gut. Ich nehme auch wieder diesen Pinsel hier von Ebelin, gehe da so ein bisschen rein, ganz vorsichtig. Ich habe ja letztes Mal zu viel rausgeschüttelt, jetzt muss ich aufpassen. Und ich gebe mir viel unter die Augen, ganz vorsichtig, damit meine Mascara da nicht abstempelt und alles dort an Ort und Stelle hält. Und dann den Rest halt zettig. Mit tupfenden Bewegungen, wenn es geht. Auch hier natürlich, ne? Hals wieder runter. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber das macht einen großen Unterschied. Das ist wirklich wie ein Weichzeichner. Richtig, richtig gut. Dann mache ich weiter mit meinem Bronzer. Und zwar, das kennt ihr auch schon millionenmal. Eigentlich wollte ich was Neues probieren, ne? aber das hätte ich, glaube ich, vor dem Dings probieren sollen. Ja gut. Und zwar das von Westman Atelier. Ich habe dann eine Bestellung gemacht zu Black Friday und habe diese drei Dinger bestellt. Einmal Highlighter, einmal Contour und einmal Blush. Aber jetzt habe ich es gepudert und ich will es jetzt nicht versauen. Ich will es jetzt nicht so rumexperimentieren. Deswegen kehre ich erstmal zu meinem Favoriten wieder. Kevin O'Coin. Das habt ihr jetzt auch schon eine Million Mal gesehen. Diese Farbe muss ich ja noch nachbestellen. Immer noch. Habe ich aber bis jetzt noch nicht gemacht. Das gibt es nämlich bei Douglas. Nur woanders habe ich es noch nicht gefunden. Vielleicht muss ich mal gucken, ob es die Kevin O'Coin Seite gibt, wo man das da direkt drauf bestellen kann. Weil Douglas hatte bis jetzt für mich noch kein richtig schönes Angebot, wo ich sagen kann, okay, jetzt muss ich zuschlagen. Vom Preis her fange ich jetzt Flaconi am günstigsten. Ne? Aber Flaconi hat zum Beispiel keine extra Geschenke. Es ist immer so zwei laschige Proben drin, das war's. Aber Douglas hat manchmal richtig, richtig gute Angebote und da muss man wirklich zuschlagen. Ja, und ich gehe jetzt mal da rein. Aber es ist in meinem Warenkorb, der Teil, ne? Gibt es ja auch so. Und los geht's. Ich finde, es verblendet sich auch immer mega gut, das Teil. Also, lieb das wirklich super gerne. Gerade wenn man die Foundation mit dem Puder gesettet hat, dann rutscht das noch mehr auf der Haut. Also, es ist richtig, richtig gut. Und ihr seht es ja, ne? Ich benutze das andauernd. Und dieser Norman Paul hat mir auch gesagt, ich soll das immer in eine 3 machen. Ne? Also hier Stirn, Wange und hier unten. Und das mache ich auch und das gefällt mir auch ganz gut. Ja, okay, soweit so gut. Jetzt bin ich gebräunt. Dann einen Blush. Was nehmen wir denn da für einen Blush? Also mit dem Blush werde ich jetzt experimentieren. Ich hoffe, es ruiniert mein Make-up nicht. Und zwar nehme ich doch das von Westman Atelier. Blush Stick in der Farbe Cochete. Ich glaube nämlich, dass es von der Farbe am besten passt, weil das nicht zu viel, nicht zu wenig ist. Und ich glaube, ich werde das auch so benutzen. Ich nehme diesen Pinsel und trage das hier so mit dem Pinsel auf. Ich nehme das mit dem Pinsel auf. Ja. Ja, das funktioniert. Sehr gut. So oben drüber, gibt so ein bisschen Highlight auch auf der Wange. Ja, das gefällt mir ganz gut, kann man machen. Und jetzt noch ein Highlighter, wenn wir schon dabei sind, nehme ich den auch von Westman Atelier Highlighter, heißt das Lid Up. Und dann nehme ich so einen Pinsel, Highlighter Pinsel, mein Lieblings Highlighter Pinsel von Kiko. Und dann nehme ich das auch so mit der Bürste auf. Das ist aber eigentlich eine richtig, richtig schöne Farbe. Und das rutscht dir mal hier. Es kommt hier gar nicht so rüber, aber das ist
Passt auch zu den Make-up gerade, zu den Augen-Make-up mega gut. Deswegen habe ich gedacht, ich probiere das jetzt. Auch unter die Augenbraue. Ja, nicht zu viel, nicht zu wenig, würde ich sagen. Aber er glitzt auf der Hand. Also ich muss das nächste Mal das vor dem Puder machen und gucken, wie das funktioniert, weil ich glaube, dann kommt er richtig gut zur Geltung. Bevor wir zum Schluss kommen, werde ich mir nochmal die Haare schnell machen. Ich mache mir Locken und ziehe mein Kleid an, damit der Look perfekt aussieht, vollendet ist und dann komme ich wieder. So, da bin ich. Locken gemacht, passende Kleidung angezogen. Ich weiß nicht, wie viel ihr sehen könnt, aber hier ist das ganze Look quasi. Ich habe nochmal Make-up, also Foundation nochmal hier aufgetragen und mit einem Bronzer quasi gesettet und ein bisschen Highlighter drauf gemacht, damit das vollendet ist, der Look. Jetzt fehlt uns nur noch der Lippenstift, ne? Und da habe ich mich für einen kühlen, bläulichen Lippenstift entschieden. Ich weiß nicht, ich habe schon lange keine Drogerie-Lippenstifte mehr gekauft, weil ich so viele davon habe. Deswegen weiß ich nicht, was aktuell ist. Ich kann euch einen Vorschlag geben, und zwar den von Alverde. Den in der Farbe 12 Soft Red. Der ist eigentlich auch ganz schön und würde auch, glaube ich, auch passen. Gerade mal so zu den Fingernägeln. Ne? Aber da ich ja diesen Lidschatten drauf habe, der so bläulich pink ist, brauchte ich etwas, was auch so pinkig ist und bläulich ist quasi. Und in dem Fall habe ich einen Lippenstift von Lisa Eldridge, den ich mega schön finde. Der ist auch Velvet und würde natürlich wahrscheinlich sehr gut zu dem Nagel passen. Und ich weiß nicht, ob das aktuell ist. Ihr könnt ja nochmal an der Theke gucken, und zwar bei L'Oreal. Diese zwei, das war so ein Set damals und die Farbe passt auch wunderbar, steht mir auch sehr, sehr gut. Ist auch mein Lieblingsrot, ehrlich gesagt. Und zwar der in der Farbe 204 Red Actually Lip Paint Matte mit dem passenden Lip Liner dazu. Und das ist der 461 Scarlet Rouge. Also ich weiß nicht, ob das aktuell ist. Ne? Das könnt ihr nochmal in der Theke gucken. Vielleicht sind auch diese Vinyl-Lippenstifte vielleicht Alternative. Aber der ist auch schön. Ja, eigentlich könnte ich mir gut vorstellen, auch zu diesem Look, zu diesen Nägeln auch diese Lippenkombi tragen, aber ich möchte gerne heute mal ein bisschen aufs Ganze gehen, ein bisschen dramatischer machen. Ich glaube, die Farbe passt auch viel, viel besser zu den Nägeln. Wir werden es ja gleich sehen. Ja, ich habe es damals zusammen mit dem Lip Liner gekauft, weil ich glaube, bei Rot muss man Lip Liner tragen, sonst sieht das nicht so toll aus. Und ja, ich versuche es mal. Ich gebe mein Bestes. Ich finde, beim Lip Liner muss man sich richtig gut konzentrieren. Drück mir den Daumen. Dir das? Der ist schön bläulich, also kühl oder so. Also gefällt mir sehr gut. Ich male auch gleich die ganze Lippe damit aus. Das sieht jetzt schon mega gut aus. Ich finde die Farbe mega schön. Als ich die gesehen habe, die habe ich bei Andrea Allee gesehen. Ich sage, boah, ich liebe diese Farbe und die macht die Zähne auch weißer. Ne? Richtig, richtig gut. Und jetzt machen wir Lippenstift drauf. I love it. I love it. Oder? Richtig, richtig schön. Ich glaube, der Lip Liner alleine ist schon genug. Aber Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, ich liebe diesen Look. Also es ist richtig, richtig gut geworden. Und auch die Locken, bin sehr zufrieden damit. Richtig, richtig schön. Ja, ich hoffe, meine Freundin ist jetzt mit dem Look zufrieden. Ich hoffe, ich habe endlich das erreicht, was sie sich von mir gewünscht hat. Und meine Locken habe ich mit so einem ganz alten Lockenstab gemacht, den ich mal bei Amazon gekauft habe. Der funktioniert bei mir irgendwie am besten. Diese Ohrringe, die ich hier anhabe, die habe ich mal von meinem Mann zur Hochzeit geschenkt bekommen. Da gibt es noch eine Kette, die ich nicht gerade raufkriege. Irgendwie funktioniert es nicht bei mir. Ich glaube, der Lip Liner hätte schon gereicht, aber ja, das sieht auch mega gut aus. Richtig, richtig cool. Wie oft ich das am Schluss sage, wenn ich mit meinem Make-up-Look zufrieden bin. Ich hoffe, das war diesmal ein kurzes Make-up-Video und nicht wieder so eine Stunde. Ja, und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr diesen Look findet. Ich glaube, der ist ganz gut gelungen. Und mal gucken, ob ich diesen Make-up-Look wirklich Silvester tragen werde. Vielleicht mit einem anderen Lidschatten, der mehr Silber ist, der mehr zu diesem Kleid passt. Vielleicht aber einfach nur beige. Kommt noch an, was ich dann anziehen werde an Silvester. Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber das ist vielleicht so die eine Inspiration für euch.
Und ja, das ist der fertige Look. Ich hoffe sehr, er gefällt euch genauso gut wie mir. Und ich hoffe, meine Freundin gefällt es jetzt auch. Ich hoffe, sie hat das Video gesehen. Und ja, wenn sie es gesehen hat, liebe Grüße von mir. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob du jetzt glücklich damit bist. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, bitte abonniert diesen Kanal. Und vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Ja, und dann sehen wir uns wieder in einem neuen Jahr, in einem neuen Video. Ich wünsche euch alles Gute und bis dann.